Leute. Hey Leute. Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Food Diary. Diesmal wieder eine Special Edition und zwar die USA Version, da ich dort im Urlaub war, wie ihr bestimmt wisst. Falls ihr es nicht wisst, hier sind meine Videos, meine USA Vlogs. Könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne vorbeischauen. Und mein letztes Food Diary, das war mein erstes und das war die Kanada-Edition. Das ist voll gut angekommen. Das hat irgendwie die meisten Views von all meinen Videos bekommen und das in so kurzer Zeit. Danke dafür. Und deswegen dachte ich, dass hier gleich das nächste Food Diary kommt von meinem Urlaub in den USA. Das war nicht ganz so gesund. Ihr werdet es gleich sehen, aber... YOLO, es war mein erstes Mal in den USA und ja, wir haben uns jetzt nicht so gesund ernährt. Dafür haben wir nicht so viel gegessen. So zweimal täglich höchstens. Ihr werdet sehen. Und ja, ich hoffe, ihr mögt mein Video. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das erste, was wir in den USA gegessen haben, das war am Venice Beach. Und das waren diese super leckeren, gefüllten Fladenbrote, Pita-Brot, genauer gesagt. Und das war gefüllt mit Hühnchen und Salat und einer leckeren Soße. Und dazu haben wir uns eine Portion Pommes geteilt. Ja, und das Allergeilste in den USA war Yogurtland. Ich verspreche es euch, das war so geil. Da konnte man sich ganz viele verschiedene Sorten Joghurt-Eis halt aussuchen und das selber befüllen, womit man wollte. Und da gab es so viel verschiedene Auswahl. Und da waren wir auf jeden Fall zweimal. Hier seht ihr eine Variante. Das war so, so lecker, Leute. Ich kann es nur weiterempfehlen. Als nächstes waren wir bei den Universal Studios und da haben wir zum Mittag gegessen. Ich hatte ein Stück Pizza mit einem Salat und meine Freundin hatte Pasta und wir haben uns noch ein Stück Kuchen geteilt. Dann waren wir on the road und da haben wir in so einem Diner gegessen und zwar hatte ich ein paar Mozzarella Sticks und sie hat sich ein paar geile Pancakes bestellt mit Banane und Nüsse und das war sehr lecker. Am nächsten Tag waren wir wieder on the road und da habe ich mir zum Frühstück dieses geile Croissant geholt mit Rührei drinnen und verschiedenen Gemüse und einen Früchtebecher und einen Kaffee dazu. Das war sehr gut. Und zum Abendessen dann dieses frittierte Hühnchen mit Pommes und Coleslaw Salad. Dann sehen wir hier ein paar geile Blueberry Pancakes. Und oh mein Gott, dann haben wir zum ersten Mal In-N-Out Burger probiert. Und das war so unglaublich lecker. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr noch nie da wart. Geht unbedingt hin. Egal was ihr bestellt, es ist einfach nur geil. Neuer Tag, neues Glück. Oder so. Hier hatte ich ein paar Spiegeleier mit Hashbrowns und Speck, einen Orangensaft und Kaffee und noch so geile Pancakes hatte ich echt noch nie. Die waren so sehr weihnachtlich, hatten so Geschmack nach einer Zimtschnecke. Und meine Freundin hatte auch Pancakes und zwar mit so Bananen und die waren auch sehr gut. Das war übrigens bei Denny's, bei der Fastfood-Kette. Und zum Abendessen bzw. Mittagessen bzw. irgendwas dazwischen hatte ich ein paar Fischtacos. Am nächsten Tag waren wir wieder mal bei Denny's zum Frühstücken und wir sind da so gerne hingegangen. Wirklich, das Essen ist top. Und zwar hatte ich ein Eiweiß-Omelette mit ganz viel verschiedenem Gemüse und Toast und einen Kaffee und das war echt das beste Frühstück überhaupt. So gut. Und am Abend gab es Burger mit Pommes. Dann am nächsten Tag zum Frühstück ein paar Chocolate Chip Pancakes. Und dann, wie könnte es anders sein, bei Denny's zum Abendessen ein paar super leckere Nachos. Yummy!
Ja, das war's auch schon von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht, meinen Daumen nach oben dazu lassen. Wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch gleich meinen Kanal. Und hier geht's übrigens zu meinem letzten Vlog. Da war ich in den USA und habe Geburtstag gefeiert. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!